Herzlich willkommen zu Spirit. Er war den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge, der Palutinerpater Richard Henkes. Er predigte gegen die Gottlosigkeit von Hitlers Rassenpolitik und brandmarkte die Tötung Wehrloser als Mord. Wegen seiner unmissverständlichen Kritik am Regime wurde er von der Gestapo verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Dort meldete sich der 44-Jährige freiwillig für den Pflegedienst an typhuskranken tschechischen Häftlingen. Nach 2 Monaten infizierte er sich selbst und starb nur 5 Tage später im Februar 1945 am Typhusfieber. Am 15. September wird dieser deutsche Märtyrer der Nächstenliebe im Limburger Dom selig gesprochen. Ein Experte für sein Leben ist der Palutinerpater Prof. Dr. Hubert Lenz aus Fallendar. Mit ihm darf ich nun über den Baldseligen sprechen. Herzlich willkommen, Pater Lenz. Dankeschön. Freue mich, dass ich hier bin. Aus Ruppach im Westerwald stammt Pater Richard Henkes. Im Jahr 1900 ist er geboren. 1919 trat er dann bei den Palutinern in Limburg ein. Was hat ihn bewogen, bei den Palutinern beizutreten? Er ging 1912 in ein Gymnasium, was wir damals in Fallendar errichtet hatten, Fallendar Schönstadt. Das war ja auch die Anfänge der Schönstadtbewegung 1914 dort. Und in diesem Gymnasium hat er Palutiner kennengelernt und lieben gelernt und schätzen gelernt und ging dann 1919 nach seinem Abitur eben bei uns ins Noviziat und dann auch bei uns Philosophie und Theologie studiert. Mit 25 Jahren wurde er zum Priester geweiht. Zuvor musste er eine schwere geistliche Krise durchstehen. Was hat ihm denn konkret Schwierigkeiten bereitet? Es gibt eine Erfahrung, die er 1918 gemacht hat, an der er schwer zu tragen hatte. Er war 1918 noch zum Militär einberufen worden, kam aber nicht mehr über die Grundausbildung hinaus, also er kam nicht an die Front. Aber in dieser Zeit beim Militär hat er sozusagen dieses beschützende Internat, was er erlebt hat, verlassen müssen und hat das Leben und auch so die, so die Herausforderungen unter jungen Männern, wenn es um Sexualität ging, derbe Reden, da hat er gespürt, boah, da gibt es doch ganz anderes. In ihm selbst brach auch Gefühle auf, wo er merkte, da komme ich nicht mit hin. Und das war für ihn eine schwere Not, weil er einerseits dort sein emotionales Leben noch mal ganz anders kennenlernte. Und er war ein sehr emotionaler Mensch, hat auch immer wieder Heimweh gehabt. Und weil er merkte, das, was ich so an Idealen in Fallendar mitbekommen hatte, und das war eine sehr gute, grundsätzlich gute Ausbildung, die die jungen Schüler dort mitbekommen hatten, Oberschüler, das geistliche Leben, das kann ich bei den Soldaten so nicht verwirklichen. Und daran hatte er schwer zu knabbern gehabt. Ich schaffe das nicht aus eigener Kraft. Ich sage manchmal gerne, nicht, der Pater Henkes, der war von seiner Herkunft her als Westerwälder so ein kleiner Basaltkopf. Und der wollte mit eigenem Willen schaffen, ich kriege das hin. Und hat dann eigentlich in seiner gesamten Studienzeit immer wieder damit zu kämpfen gehabt, bis hin zu Selbstmordgedanken. Er sagt, ich mache es nur nicht, weil ich Angst habe. Ich erlebe, dass ich meine Ideale, meine Ziele, meine Werte nicht so umsetzen kann, wie es gut wäre, wie ich es möchte, wie ich es eigentlich gelernt habe, wie es mir am Anfang gelang. Und daran wäre er beinahe zerbrochen, hat aber dann, finde ich, für den Rest seines Lebens einen ganz großen Schritt getan, dass er nämlich merkte, es kommt nicht auf mein Wollen an, sondern auf mein Vertrauen. Und er hat ganz neu und in einer anderen Tiefe gelernt, was es heißt, Gott, ich vertraue dir und ich kann mich auch dir so anvertrauen, mit meinen Grenzen, mit meinen Nöten. Und er sagt später öfters oder schreibt es, was ich jetzt tue, ist, ich lege alles in Gottes Hand, wie ich das früher auch schon getan habe. Also auch bevor er ins KZ kam und so weiter. Dieses Gott, ich vertraue dir, du bist da, du sorgst, du bist gut, du nimmst mich an, wie ich bin. Mhm. Und das hat in ihm, glaube ich, zu einem Prozess geführt, aus dem später eben ein heiliger Mensch wurde. Pater Henkes,
arbeitete als Lehrer an ganz verschiedenen Orten, also in Schönstatt, dann in Nordrhein-Westfalen, in Oberschlesien, auch in Niederschlesien. Wie kam er denn bei den Schülern an? Von dem, was wir wissen, man hat ja damals nicht Protokoll geführt, so im Sinne von, pass mal auf, der wird später selig gesprochen, da müssen wir jetzt Bescheid wissen. Aber von dem, was wir wissen, war er ein begeisterter und begeisternder Lehrer. Er wollte eigentlich in die Mission gehen, darum ist er Palutiner geworden und hat dann aber, als der Provinzial ihn anfrug wegen der Mission, das war nach einer Krankenhaussache, da hat er gesagt, nee, ich merke, meine Berufung ist Lehrer sein. Und das möchte ich jetzt auch leben. Er war begeistert und begeisternd. Und er hat sehr viel für sein, heute würde man sagen, Methodik und Didaktik getan. Hat immer wieder Fortbildungen besucht. Das ist sicher überliefert, dass er auch einfach sich dafür interessierte. Wie machen andere Lehrer das? Und für mich ist so ein beeindruckendes Zeugnis, dass ein Schüler von ihm die erste Biografie geschrieben hat, der also als 12-, 14-Jähriger ihn als Schüler erlebt hat, die erste Biografie geschrieben hat und dass der auch ganz wesentliche Impulse gab, dass unsere Gemeinschaft dann sich um die Seligsprechung oder für die Seligsprechung einsetzte und der auch ein ganz tolles Bild gestiftet hat, was die Künstlerin Beate Heinen über meinen Mitbruder Gewalt hat über das Leben von ihm. Dieses Bild werden wir uns am Ende der Sendung noch genauer anschauen. Das Lehrersein war die eine Berufung von Pater Henkes, aber nach der Machtergreifung Hitlers wurde die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus seine zweite Berufung. Was brachte er denn konkret gegen die Ideologie und die Verbrechen der Nationalsozialisten vor? Er hat sich schon 1933 mit Literatur eingedeckt, sage ich jetzt mal so als jemand, der selbst Professor ist und sich freut, wenn jemand sich auch intellektuell damit auseinandersetzt. Und er hat sich früh mit Literatur eingedeckt, also 1933. Und zwar vor allem, was ist das Menschenbild? Und dieses von der Würde eines jeden Menschen, ob gesund, ob krank, ob Deutscher oder anderer, das war ihm sozusagen das Zentrale. Gott hat jede und jeden Menschen persönlich als sein Abbild geschaffen und da gibt es keine Unterschiede in der Würde, in dem Wert und ob jemand was leistet oder sich schon was geleistet hat. Mit solchen Leuten war er im KZ ja auch zusammen. Jeder hat erst einmal eine unantastbare Würde und das hat er sehr stark, sehr früh herausgestellt. In den Jahren 1937 und 38 wurde seine Kritik an den Nationalsozialisten ihm fast zum Verhängnis. Könnten Sie diese Situation schildern? Ja, seine Schwester Regina, also eine seiner Schwestern hieß Regina, die hatte zu ihm schon 34, 35 gesagt, du pass mal auf, musst ein bisschen vorsichtiger sein. Und dann sagte er, das ist ja auch so das Leitwort für die Seligsprechung, jetzt so das Leitwort in der Vorbereitung, einer muss da sein, es zu sagen, wo er sagte, es ist jetzt meine Berufung hier, Zeugnis zu geben und da nehme ich nicht ein Blatt vor den Mund und schaue, wie das so ist. Und er hatte damals so ganz konkret 1937 in einer Predigt in seinem Heimatdorf auch eben etwas gesagt, wo dann drei aus dem Nachbardorf ihn angezeigt hatten und wo er dann auch verurteilt wurde, aber durch die Amnestie oder durch den Österreich-Anschluss, da gab es da so eine Generalamnestie, war er dann nicht verurteilt worden. Aber meine Mitbrüder, die Verantwortlichen, haben ihn dann aus der Schule genommen, weil Schüler ja viel anfälliger sind, dass sie dann irgendwo von den Eltern gefragt werden, ausgefragt werden. Und hat sich dann ganz darauf spezialisiert, in Schlesien Exerzitienkurse und Ähnliches zu halten. Im Jahr 1941 wurde Pater Henkes Pfarrer im heutigen Tschechien. Zu seiner Pfarrei gehörten sowohl Deutsche als auch Tschechen. Wie versuchte er, die Versöhnung zwischen den Volksgruppen herzustellen? Das ist ja zunächst mal ein ganz, ganz heikles Thema, weil er dort in diesem Ort, wo er war, Hulčina Ländchen, wir haben bei uns in unserem Heft, was wir da erstellt haben, so ein bisschen auch von einer Mitarbeiterin eine schöne Beschreibung bekommen, was in diesem kleinen Gebiet, paar Quadratkilometer, in den 700 Jahren, so seit 1200,
was dort an permanenten Spannungen zwischen Deutschen und Tschechen war. Da hat immer wieder die Regierungssprache gewechselt, die Zugehörigkeit gewechselt, da wurde was anderes Ansprache. Und die letzten Jahrzehnte, bevor der Pater Henkes dahin kam, 1919 wurde dieses Dorf tschechisch, 1938 wieder deutsch. Und jetzt muss man sich vorstellen, das sind die Kinder in der Schule, die Deutschen konnten nicht richtig Tschechisch, das war dann die Schulsprache, und dann die Tschechen konnten nicht richtig Deutsch. Und er hat zum Beispiel, es sind für mich drei Dinge, die ich einfach grandios finde. Er hat die Kinder, wenn die Deutschen über die Tschechen lachten, dass sie nicht ordentlich sprechen konnten, da hat er die ermahnt, darüber lacht man nicht. Fand ich irgendwo toll. Das Zweite ist, er selbst hat in dieser Kaplanzeit Tschechisch gelernt, angefangen zu lernen, weil er spürte, ich möchte den Menschen nahe sein, und dieses Nahe sein, da gehört vor allem auch die Sprache zu. Das ist ja auch, wenn jemand ins Ausland geht, in die Mission geht, Sprache lernen ist einfach das Erste, womit ich den Menschen zu dienen habe und wo ich Brücken zu bauen habe. Und es ist überliefert, dass er in den Predigten deutlich dazu Stellung nahm. Da haben in den 90er Jahren noch Leute von damals das erzählt, wenn Mitbruder von uns da zu Besuch war und fragten, was gibt es an Erinnerungen zu Pater Henkes. Wir haben vorhin von einem Gerichtsprozess gesprochen, der 1937-38 gegen ihn stattfand. Aber auch nach diesem Gerichtsprozess behielt er sich seine ganz offene Sprache gegen die Nationalsozialisten. Mehrfach wurde er von der Gestapo verhört und auch gewarnt. Aber im April 1943 griff dann die Gestapo endgültig zu. Auf eine Predigt hin in Oberschlesien wurde er verhaftet und ins Gefängnis gebracht und vom Gefängnis aus dann auch ins KZ Dachau gebracht. Welche Drangsale warteten dort auf ihn? Ich würde, um ihn zu verstehen, noch einen Schritt früher gehen. Und zwar, er hat wirklich seine Sprache nicht verändert, dadurch, dass er einmal da verurteilt wurde. Der hat weiter Klartext gesprochen. Und er hatte in Branitz, dort war ein